und kann die Zeit ganz einfach so verstreichen lassen, ohne darüber nachzudenken. Das grüne Gras, die Sonne und sie. So-Young Han, sie war dort. Wollte ihr nur ein kleines Geschenk geben, zusammen mit ihrem verlorenen Tagebuch. Aber die Schule hatte mich gefangen. Und damit hi und herzlich willkommen bei einem, na ich hoffe es wird wirklich ein Horror-Let's Play werden, denn um ehrlich zu sein, ich hatte es schon mal angefangen gehabt zu spielen und es hat sich eher gespielt so wie Hunting Grounds und ich weiß nicht, ob man das so krass Horror nennen kann, weiß nicht, es hat für mich zumindest nicht so angefühlt. Ich bin bei einer gewissen Stelle, die war ist noch gar nicht so lange hin oder die wird relativ schnell kommen, bin ich auch gar nicht weitergekommen aus einem Grund, ja, den werde ich dann, glaube ich, erklären oder euch nochmal sagen. Ansonsten, ich bin mal gespannt, das hat sich auf jeden Fall interessant gelesen. Und was ich bei anderen Vorschaubildern mal gesehen habe, es sollte schon ein bisschen horrorig werden, aber bis zu der Stelle bin ich halt noch nicht gekommen. Deswegen gucken wir einfach mal. Wir werden hier auch Dialoge haben. Da werde ich mich, glaube ich, naja, zumindest Facecam-mäßig rausschneiden, weil reicht dazu, glaube ich, wenn ich es vorlese. So, wir sind auf jeden Fall er hier. Keine Ahnung, wer das ist, aber wir starten erstmal rein. Mal gucken. Okay, rennen, hinsitzen. Ja. Okay. Ich sollte zunächst ins Klassenzimmer 8 der Elfklässler. Okay, ich spiele übrigens die ganze Geschichte auf normal, also mal gucken. Mal gucken, was uns da erwartet. Und erstmal hier schauen. Ja, Dokumente im Schulgebäude befinden sich. Stellen Dokumente. Ja, ja, schön. So, Abholung der Schülerzeitung. Das ist eine Nachricht der Schülervertretung. Wer seine Aufgabe der Schülerzeitung noch nicht erhalten hat, kann sie sich im Klassenzimmer 6 der Elfklässer, die zweite Klassenstufe dieser Schule, abholen. Neuzugänge und Transferschülern wird die Zeitung besonders empfohlen, da darin Informationen zur Schule sowie eine Karte enthalten sind. Sollte ich auf jeden Fall machen. Kann ich hier oben auch... hier kann ich. Gerüchte. Geistergeschichten.
Na, bin ja mal gespannt. Das ist ja auch so ein. Ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich Folklore ist, aber asiatischen Horror auch hat. Finde ich das sowieso interessant. Das war ja bei, wie hießen sie denn jetzt nochmal? Haben wir auch schon zwei Teile, nee, drei Teile gespielt, die furchtbar gut waren. Mir wird es mit Sicherheit noch einfallen, hoffe ich mal. Filzstift. Okay, Filzstift, um etwas zu schreiben. Und wir müssen natürlich rätseln auch. Wie hieß denn das andere jetzt nochmal? Hier haben wir ein bisschen Wasser, wo wir das machen können. Und in der. Das sieht eigentlich eher aus wie eine Pissrinne, nicht wie. Naja. Wir gucken mal. Karte haben wir natürlich noch nicht. Wir sollten vielleicht die Schülerzeitung finden. Habe ich eigentlich. Nee. Okay, so kann ich mich schnell drehen. Hier haben wir anscheinend eine Karte. Hauptgebäude 1, 2. Ich war, glaube ich, bloß in Hauptgebäude 1. Ich wollte eigentlich mal gucken, ob ich hier. Ah. Auch eine Taschenlampe schon habe. Scheint nicht so zu sein. Vielleicht finden wir die noch. Lecker Lokus, lecker Lokus. Lecker Lokus. Lecker Lokus. Und lecker Lokus. Oh, so viel dazu. Man könnte ja auch mal. Oh. Man könnte ja auch mal das Licht anmachen, ne? Man hier kippen. Rosana, so etwas sollten Sie nicht im Besitz von Schülern befinden. Sicherlich wurden Sie von einem, was Chaosstifter dort versteckt. Klar. Und nochmal ein Filzstift. Wofür wir die auch immer brauchen. Ich habe die, glaube ich, noch nie benutzt gehabt. Ah, so können wir rennen. Alles klar. Weil Rennen werden wir auf jeden Fall brauchen. Hier haben wir eine Uhr. SMS für Anfänger gibt es die Möglichkeit, Spieletipps in Form von Textnachrichten zu erhalten. Ja, ich weiß nicht, ob wir das kriegen, aber anscheinend schon. Ich gucke erstmal beim Dokument. Wartungsstatus des Gebäudes. Stand 9. März. Die Lampeninstallation neben der Werkstatt soll morgen abgeschlossen werden. Bitte stellen Sie sicher, dass alle Werkzeuge und Leitern nach der Verwendung ordnungsgemäß weggeräumt werden. Die Verkabelung der Werkstatt wird zurzeit repariert. Okay. Wie kann ich denn jetzt auf. Hier, SMS. Was? Dienst nicht verfügbar. Der Dienst ist. Ernsthaft. Okay. Anscheinend geht das auch normal nicht. Ist es aber nicht so schlimm. Wir wollen es ja auch so. Mal machen wir hier Licht. Haben wir hier Licht. Da vorne haben wir Licht. Ja, das weiß ich. Vielleicht gibt es ja auch die Möglichkeit, Sachen zu sehen, nur wenn das Licht aus ist. Wäre eigentlich auch ganz schön, aber das weiß ich leider noch nicht. So, Notiz vom Klassensprecher. Byung-Kyung Kim, keine Ahnung, ob das richtig ausgesprochen ist. Wegen dir hat mir der Lehrer das Lösungsmittel abgenommen. Ich glaube, er war wütend darüber, dass du es im Garten vergossen hattest und die Bäume hast absterben lassen. Was soll ich denn jetzt tun? Ich habe doch morgen Chemie. Du wirst dich darum kümmern müssen. Ja, sehr interesting. Mehr oder weniger hier hat irgendwas geblinkt. Ja, toll, toll. Ich drücke zwar ein bisschen rum, aber ich sehe hier gar nichts. Kann ich das bei allen machen? Nee, das kann ich bloß bei dem. Heil. Mit Kaffee, Sojamilch, Beruhigungspillen und dem Verbandskasten kannst du deine Gesundheit und Ausdauer wiederherstellen. Ja. Aber wo hat denn er das? Ach so. Da drüben wahrscheinlich. Aber erstmal Schülerzeitung nehmen. Okay. Schülerzeitung, da müsste ich jetzt doch auch eine Karte haben, oder? Hoffe ich doch mal. Geschenk immer noch für unsere holde Karte. Ja. Was unerforschter Bereich, okay. Okay. Wie gesagt, ich spiele auf normal und ich weiß halt nicht, ob das. Ja, machen wir mal. Habe ich eine. Eine Karte habe ich irgendwie. Habe ich hier, oder? Ah, okay. Das ist. Vielleicht bin ich deshalb auch nicht weitergekommen, weil ich kann mich ehrlich gesagt nicht daran erinnern, dass ich hier jemals die Karte benutzt habe. Glaube ich zumindestens. Okay, Türen. Wenn Türen näherst, die nicht. Was? Die nicht abgeschlossen ist. Was, wenn du dich einer Tür näherst, die nicht abgeschlossen ist, wird das bla angezeigt? Okay. Das ist sehr schön, aber hier kommen wir natürlich noch nicht rein. Wir müssen erstmal noch was finden. Nehmen wir immer noch die. Ich glaube, da ist noch jemand in der Schule. Jo, auf die freue ich mich auf jeden Fall.
Wir gucken erstmal, ich weiß nicht, ob das jetzt das Damenlogo ist. Wir gucken auf jeden Fall erstmal durch. Hier. Scheißhaus, Scheißhaus, wunderschön, Scheißhaus. Kann ich hier springen oder so? Kann ich nicht, ne? Ich kann bloß ducken. Das kann ich auch nicht aufmachen. Was, was, was? Schulmünze, Spezialmünze, Spezialmünze der Schule. Du kannst sie im Schulkiosk oder am Automaten verwenden. Das ist sehr schön. Wenn wir eventuell später... Sehr, sehr geil, PNG-Automaten. Sehr, sehr geil. Hier kann ich bestimmt auch noch nicht durch, ne? Oder? Oh. Und hier kommt, glaube ich, das, was ich... Ich hoffe, ich vergesse das nicht so durchzuziehen. Zumindest mich auszublenden. Denn die Herrschaften quatschen zwar, glaube ich, auf Japanisch oder Chinesisch oder so. Aber die Untertitel, ja. Also es ist, glaube ich, nur teilweise irgendwie auf Deutsch oder szenarisch gemacht. Wir gehen erst mal hin. Moin. How do we get in? Yeah, I wonder how we can do it. Oh my, you totally startled me just then. Das meine ich. Es ist nur teilweise. Also ich glaube bei den Sachen, ich werde mich einfach aus dem Bauchhaus herausscheiden. Vielleicht werde ich es noch vorlesen, vielleicht auch nicht. Ihr seht ja, was ich mir dann auswähle. So, ihr habt mich auch erschreckt. Tut mir leid, ich wusste nicht, dass ihr hier seid. Na, eigentlich wussten wir schon. Deswegen, ich bin mal ehrlich, ich bin dann eigentlich beim Schnitt immer sehr faul. Deswegen, ja. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. So, ich entschuldige mich mal und dann, ja, wir gucken mal weiter. Him. He's a new transfer student. Really? Anyway, I'm leaving. See ya. I'm Sung-ha Kim, homeroom 8. This was out of the blue. But it's nice to meet you. So, why did you come to school at this hour? Yeah? I'm glad that you're here. You are going to help me out. Look, don't be a jerk about it. Come on! Jihyun and I didn't know what we were gonna do. Goodness, a guy like you showed up. Das ist so eine eingebildete Zicke. Definitely have what it takes to help me. Ja, ich kann dir auch helfen, trotzdem, das ist so. Nee. Also ihr habt ja jetzt gesehen, wie es dann laufen wird. Ich werde mich da nicht ständig ein- und ausblenden. Ich werde einfach aus dem Bauchhaus erscheinen. First time in the girls' bathroom? Why? Worried I want something weird? I left my book in the home ec room. I can't get in because it's locked. I happen to know that the keys are in the auto shop classroom, but it's locked as well. But you can crawl through that vent up there and get me the keys. Thank you. I knew that you'd help. We'll need a ladder, and we'll also need some sort of cutting tool. Why don't you look around? Ich weiß, normalerweise die andere Antwort hätte ich hier auch gegeben, aber ich glaube, es ist, ich bin mir sicher, aber es ist relativ egal, was wir antworten. Es wird am Ende aufs Gleiche drauf rauskommen, sonst kommen wir hier, glaube ich, auch nicht weiter. Aber trotzdem, normalerweise kann die Alte das alleine machen. So,
Ich gehe mal trotzdem hier ein bisschen weiter. Mal schauen. Also ich weiß, Leiter und Werkzeug und sowas. Das kriegen wir noch. Wie gesagt, bis zu einem gewissen Punkt habe ich schon mal gespielt. Hier ist immer noch abgeschlossen. Das war auch, glaube ich, bloß eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde oder so. Die Tür geht nicht auf. Ja, ach nee. Mach Sachen. Mal gucken. Aber vielleicht kommen wir ein bisschen schneller durch wie beim Anfang. Also wie ich zum ersten Mal gebraucht habe. Okay, hier haben wir auf jeden Fall die Drahtzange, die wir brauchen. Und ich glaube, ich habe mich auch übelst angestellt mit der Leiter, oder? Weil er erst die Leiter nicht ausgewählt hat oder so. Hier haben wir noch ein Automat. Ich würde das vielleicht mal später nutzen. Aus Gründen. So, wir haben ein Dokument, Notiz von der Baustelle. Reparatur der Beleuchtung im Erdgeschoss des Hauptgebäudes. Die Verkabelung der Werkstatt wird länger dauern als gedacht. Und die Reparatur erfordert umfangreiche Bauarbeiten. Die Entfernung der Ventilation zwischen Werkstatt, dem Klassenzimmer für Hauswirtschaftslehre und den Toiletten wird notwendig sein. Übernehmen wir natürlich. Hä? Sie enthält eine Auswahl an Werkzeugen. Okay, nehme ich das erstmal mit, aber hoppala. Aber was war das für ein Geräusch? Ich dachte, jetzt würde da ihn anrufen. Oder ich habe mich. Hätte mich mehr beeilen müssen. So. Okay. Kann ja das nicht einfach ins Inventar stopfen wie bei jedem anderen Spiel auch. So, na gut, Alter, wo bist du? Vielleicht ist sie auch der wahre Horror hier, das kann natürlich auch sein. So, einmal abgestellt. Oh, jetzt kann ich hochgehen. Das Schöne ist, es macht es automatisch. Ich muss nicht jedes Mal neu einwählen. Auswählen, so. Genauso macht man das. Und dann kann man es abnehmen. Hm, klar. Okay. So, ich soll ja für sie irgendwas holen hier, ne? Könnte das der Psycho-Hausmeister gewesen sein? Eventuell? Okay, da komme ich mir, glaube ich, mit Sicherheit nicht durch. Ich probiere es mal hier lang. Wo waren... Ah, doch. Ja. Machen wir doch lieben gern. Wie... Ach so. Das Ventil wurde geschlossen, aber da war noch ein zweites, wenn ich es richtig gesehen habe. Deswegen, ich krabbel mal ein bisschen weiter hier. Schön durch. Hier haben wir nichts. Ah, hier haben wir noch eins. So, eine Runde rum. Sollte reichen. Ich glaube, da hinten komme ich sowieso nicht weiter. Alter. Ich hoffe, weil ich es nicht mehr ganz genau weiß, dass die Zicke wenigstens sich irgendwie dankbar gezeigt hat. Ich glaube aber eher nicht. Von wegen so, hey, das hast du gut gemacht. Geht doch. Ich wusste doch, du bist zu irgendwas zu gebrauchen. So in der Art, ne?